Hallo zu einer neuen The Forest-Folge mit Concord. Halli, oh Alter, jetzt bin ich beinahe ins Feuer gerannt. Ja, Halli, das ist hallo. gefährlich. Das ist saugefährlich, wenn du da aufstehst. Aber es aufspringt, irgendwie. Ja. So, wir waren gerade dabei. Also, wir haben bei der Kirche den Zaun gemacht. Und jetzt machen wir den Weg anfangen und die... nebenbei die Effigies. War ich mal wieder ganz kurz auf dem Desktop. Ja. Oh ja, stimmt. Warte, ich muss gucken. Ah ja, danke für die Info. Einmal Escape. Ja, du hast doch gerade die ganze Zeit irgendwas genommen, oder? Was? Du hast doch gerade zweimal irgendwie Heilung genommen oder so, so hat sich das angehört. Nee, aber schau mal nach rechts. Also davor, in meine Richtung, wo ich hingucke. Oh! Nein, 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 wir müssen sie weglocken. Nee, die greifen nicht an, sobald wir die... Aber das sind vier Mutanten. Ich weiß gar nicht, ob wir eins angreifen sollen. Boah, die sind direkt an der Mauer. Wenn dieser Fettkloster jetzt wieder losläuft. Aber wir haben ja gerade gespeichert, oder? Also. Ja, ja. Deswegen bin aber ich ja nicht. Weil der läuft ja nicht einfach grundlos los. Ja. Jetzt ganz ruhig. Das ist halt das, was mir beim Spiel noch so fehlt. Diese ultimative Verteidigung, die gibt's einfach nicht. Gut, aber dann wäre es auch wieder zu simpel. Man ist immer angreifbar, verwundbar. Gut, aber. Was willst du ultimativ? Willst du jetzt sowas wie ein... Kampfroboter oder so halt. Ey, ich weiß nicht, das brauchst du in dem Spiel. Ich finde das eigentlich so... Wir spielen auf Hardcore und überleben richtig gut, also... Ja. Das ist schon zu simpel in meinen Augen. So. Blöd gesagt. Na gut, ich weiß noch, erste Folge gleich zweimal verreckt, glaube ich. Ja gut, der Start, der wäre auch holprig, aber im Endeffekt... Wo wir überlegt haben, oder zumindest ich überlegt habe, hey, vielleicht doch nochmal neu starten. Ich überlege gerade, ob wir jetzt vielleicht auch mal das Dach fertig machen sollten von unserer Villa. Oder möchtest du... Obwohl, man könnte jetzt auch den Weg so langsam hier so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man vielleicht sogar sagt, der eine macht das und der andere das. Also, oder wir machen halt zusammen schnell den Weg, weil ich glaube, Steine sammeln zu zweit geht eigentlich ruckzuck und dann die ganze Zeit. Ich glaube auch, weil wenn es das eine macht, das dauert Ewigkeiten, glaube ich. Aber das geht ja ruckzuck hier. Ja, wir haben ja die Mauer gut hinbekommen. Also ich muss sagen, jetzt die vier Mutanten wären schon geil gewesen für Rüstung. Aber das wäre halt, glaube ich, schon holy shit. Also ich möchte halt nicht direkt neben unserer Siedlung kämpfen. Irgendwie habe ich da vier Mutanten? Spannend. Haben wir schon mal gegen vier Mutanten gekämpft? Drei, gegen ja. Drei, sicher. Aber vier? Ich habe vier gesehen. Vielleicht war das sogar ein fünfter? Nee, ich habe es, glaube ich, auch nur vier gesehen. Ich sehe schon, wir kommen gleich wieder und alles zerstört. Moment, Moment. Was? Was? Ich hätte gedacht, da war ein gerumpeltes Geräusch. Da habe ich Angst gehabt, da kommt angestampft. Ich glaube, wenn der Weg fertig ist, dann wächst da nichts mehr im Weg, ne? Zumindest nee, das stimmt, ja. Oh, stimmt eigentlich, das ist geil. Glaube ich zumindest, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ach, Daumen haben die Menschen überall Straßen gebaut. Und dann kam der Löwenzahn. Stimmt, der frisst sich ja überall durch, ne? Ja. Dem kann Teer nichts anhaben. Ich finde gerade keine Steine mehr, du hast mir irgendwie alle weggenommen. What? Never, sowas würde ich niemals tun. Komm, komm, voll, den, fertig. Au, Mess. Sieht so gut aus, wenn das ganze Gestrüpp da mal... Irgendwie schon, ne? Sogar der Gras, das Gras ist ein bisschen gut weg. Das ist geil. Aber die Effigies brauchen ja auch noch Steine, ne? Oh nein, die sind immer noch da. Ich würde auch sagen, wenn wir hier hinten sind, sollten sie ja... Okay, sie kommen in unsere Richtung. Warum stampft der eine so laut? Warte, geh mal, komm ein bisschen weg, nicht, dass unsere Effigies auch noch wegholzen. Geh mal hier hinten hin jetzt. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Mal das L wegmachen. Bitte nicht die Siedlung allein. Ein, vier. Vier. Vier Mutanten. Der eine ist sogar grau, ne? Kann gerade nicht zielen, aha. Okay. Das sind zwei Spinnendinger. Sind das... Ist dies gerade so... Das sind so zwei Spinnendinger, so ein Armtypi und ein fetter Runner.
Aber jetzt gehen sie zur Kirche. Nee, die gehen nicht zur Kirche, oder? Ah, ich weiß nicht. Sollen wir da angreifen und die herlocken hier? Weiß nicht. Können wir einmal speichern oder sowas? Stell zum Zelt und dann speichern? Ja, oder? Ich speichere. Geh mal alleine, nicht das. Nee, ich muss auch speichern, ne? Muss ja für mich speichern. Oh, 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 oh. Auch noch mal kurz gespeichert, jetzt können wir einmal. Was? Nein, nein. Eingeborene. Wo? Oh. Weil wir mit denen kämpfen, mit Eingeborenen und vier Mutanten, das wird heftig. Ich hab, weiß nicht, ob ich jetzt genug Pfeile hab. Da. Da rechts auch noch. Oh, Headshot. Perfekt. Oh, hier, die Pfeile waren ja hier, ne? Ich Vollidiot. Ja. Aber die sind irgendwie nicht gespawnt. Oder hast du eingesammelt? Ach doch, hier. Ich hab ein bisschen hier Zacken. Hab Pfeile, sehr gut. Ich gerade die Mutanten. Ja, die sind da. Ja, die sind da. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt angreife. Ich weiß es einfach gerade nicht. Naja. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Ich würde jetzt einfach die da ziehen lassen. Wenn sie angreifen, können wir uns verteidigen. Wir haben gespeichert. Oder? Ja. Ich hab ein bisschen Angst. Oh, 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 okay. Die laufen. Okay. Okay, die sind hier. Jo. Dann müssen einer wir ein hat mich gesehen. Einer hat mich gesehen. Der zweite kommt auch. Komm hier hoch auf die Lichtung. Der fette muss weg. Der. Ja, der auf mich zuläuft, ne? Brenn. Zack. Scheiße, ich hab meinen letzten Brandpfeil weggeschossen gehabt. Nur noch. Oh fuck, jetzt komm ich eingeboren an noch. Zu 100% immer erst auf einen konzentrieren. Erst den fetten, oder? Ja. Vorsicht, oh! Ja, keine Chance, Alter. War aber, Alter. Vielleicht Scheiße, die Kleinen. Die Eingeborenen. Vielleicht auch erst dieses kleine Viech wegkommen. Ja, würde ich ja gerne, aber der bewegt sich, wenn der sich so bewegt. Ist das schon. Oh nein! Oh. Oh, 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 oh. Okay, das ist jetzt doch irgendwie heftig. Jawoll, hast du den Headshot verpasst? Nee. Oh, nein! Lol, der Mutant hat den weggeholzt. Ich glaube auch, ja. Lul. Lebt oh nein, ist er noch das andere Ding jetzt noch da. Lebt oh, der noch oder ist der down? Oh, 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 oh. Er ist tot, okay. Wow, Gott. Wieso ist das eine Ding eigentlich grau? Das gibt's ja graue und so. Die sind irgendwie ein bisschen stärker oder halten mehr aus. Hm. Ah, der Fette, der ist down. Oh. Der Fette ist down. Gut, dann machen wir jetzt die Spinne hier. Die direkt bei uns ist. Welcher denn? Die graue? Uah, oh. Die gesprungen ist. Auf die gehen wir. Komm. Ja. Ein bisschen weg von der Kirche wieder, weil... Ja. Wieder zurück auf den Turm. Auf den Turm, sag ich schon. Auf den Hügel. Scheiße, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ich schieße es auf die graue erstmal. Uah. Ja. Könnten die vielleicht ein bisschen in den Wald locken, dann könnten die gleich ein paar Bäume für uns fällen. Könnte man mal. Obwohl, die anderen machen das nicht, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Doch, also genau. Der eine, der rumschlägt, ja. Die Spinne weiß ich nicht. Ja. Wo bist du eigentlich? Ach da, du bist da, okay. Die geht die ganze Zeit auf mich los. Du bist sau uninteressant. Ah, okay. So viel zu dem Thema. Boah, ich würde gerne wieder einen Brandpfeil craften. Aber oh, perfekt, echt, perfekt. Oh, jetzt der nächste, der da schon klimmt. Ich habe Angst, dass meine Pfeile gleich ausgehen. Ich auch. Wäre zu viel dazu, meine Pfeile sind ausgegangen. Ich habe extra nochmal geholt am vorhin. Oh, Vorsicht, Spinne links. Wow, Alter, voll erschrocken gerade. Die Palz. Wow! Oh nein, Babys! Nein! Oh, hab ich's doch richtig gehört. Ich glaube, ein Baby habe ich erwischt. Ich bin mir aber nicht zu 100% safe. Ich habe auch ein Baby erwischt. Wow, Alter. Sind ja so nah bei mir. Andere auch tot. Perfekt, dann nur noch einer. Digga, wenn wir den töten, Alter, ich habe keine Rüstung verloren. Oder wenig. Ich habe auch eigentlich nichts verloren. Perfekt! Jawohl! Alter, nice!
Na, lass mich mal die Pfeile hier, oder? Ich hör doch noch irgendwas. Noch ein Pfeil? So, erstmal. Rüstung. Dann da, Rüstung. Pfeile. Rüstung. So, wo war der nächste? Der war da hinten. Ah, ich glaube, von den Stärkeren kriegt man zwei Rüstungen, kann das sein? Weiß ich jetzt gar nicht. So. Da habe ich noch was im Inventar gehabt. Ja. Jawohl, und jetzt da hinten bei der Falle noch der letzte. Ah ja, stimmt. Ich glaube, von den Stärken haben wir zwei bekommen, wenn es mich jetzt nicht ganz erwischt. Und wo war der letzte? Bei der Hasenfalle. Also da bei der grünen Flagge. Bei der grünen Flagge? Hast du den schon? Jo. Hä, bei der grünen Flagge? Am Stein. Ah, da, okay. So. Kann ich das alles nicht mitnehmen? Ach, scheiß drauf. Digga, ja, ich bin also jetzt wieder. Ich bin jetzt. Rüstung noch und dann also, wäre ich full. Ich habe nur noch eine Rüstung. Yeah. So, ich nehme auch den Arm mit und diesen einen Bein und noch einen Arm und. Hä? Warum liegen da so viele Beine? Entschuldigung. Konnte mich nicht zurückhalten. Ja, gut, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Dachte, gegen 4 ist sogar noch heftig. Das war unser bester Fight gegen Mutanten. Ich muss sagen, ich dachte, das dauert länger, die wegzukriegen. Ich hatte immer Angst. Ich kann aber noch ein paar Pfeile gebrauchen. Schauen wir mal, ob ich da wieder ein paar Pfeile... So. Ja, ich habe echt 11 Pfeile nur noch. Und ich muss unbedingt wieder Brandpfeile machen. Oh, ein Reh. Bleib doch stehen, du blödes Reh, Alter. Nein. Ach! Die sind so sensibel, die Rehe. Wenn du nur innerhalb von, keine Ahnung, 15 Meter sprintest, sind die voll weg, ne? Wenn die einmal hinterm Hügel sind, die spawnen die. Ich schwöre bei Gott. Das würde ich so unterschreiben. So. Das ist einfach so. Das ist ein Fakt. Die spawnen hinterm Hügel. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären. Hier behind Hill. Fan, halt. Was? Ich muss es ehrlich gestehen, ich dachte, der Weg und die Mauer von der Kirche dauern länger. Ja, umso besser eigentlich. Ich hatte es ein bisschen gefürchtet davon, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ich dachte, scheiße, das werden so, keine Ahnung, 7 Folgen oder 10 Folgen nur von Steine sammeln und reinhauen. Aber Pustekuchen, das ist jetzt... Ich sag mal, das Dach kriegt man auch relativ flott jetzt hin, eigentlich. Das sind 4 Fuhren, sagen wir mal. Gut, aber wir müssen bei den anderen auch noch die Dächer machen. Ja klar, das dauert dann, glaube ich, schon noch. Das dauert dann schon noch, ne? Also, halt nicht den kleinen Stein. Und einer hat gemeint, so zum Abschluss könnte man sagen, man geht dann irgendwie auf den Berg und von da aus schaut man dann mal das Schlachtfest an, wo wir alles weggeholzt haben. Ich glaube gar nicht, also auf welchen Berg meinst du denn? Wahrscheinlich auf den Eisberg da. Ich glaube gar nicht, dass es funktioniert. Muss ich jetzt so sagen, ich glaube nicht, dass, also Moment. Es ist eine nette Idee. Wir können es versuchen. LOL. War das so nah und irgendwie ist... Jo. Sind wir da nicht immer 10 Stunden durch den Wald gelaufen? Ja, also da war echt ein Wald. Wie unrealistisch, wenn ich zum See gucke, voll die Wassergeräusche, gucke ich weg, zum Siedlung, Wassergeräusche weg. Da, weg. Da, weg. Nee, bei mir nicht. Echt? Da keine? Ehrlich? Nö. Ich habe hier immer Wassergeräusche. Also da voll die lauten Wassergeräusche, keine mehr. Wasser, keine mehr. Wasser, keine mehr. Nee, bei mir ist immer Wasser. Okay, krass. Ja, aber du wirst wahrscheinlich recht haben, weil der ist schon relativ weit weg und die Weitsicht ist jetzt, glaube ich, nicht so der Hammer in dem Spiel. Nee, wir waren ja schon mal oben in der ersten Staffel und da haben wir schon gemerkt, dass nur noch, also, dass der Horizont einfach nur, weißt du, das war... Stimmt. Weißt du das, wir waren ja schon mal oben und da war das jetzt, wo wir sogar gesagt haben, enttäuschende Aussicht für... Ja, weißt du, stimmt. Und ich glaube, war ich nur so nebelig irgendwie. Genau, war ne? So nebelig und du hast eigentlich nichts gesehen. Also, wir haben die Karte nicht gesehen. Es war eigentlich alles nur grau.
Du hast gar nichts gesehen. Ja, blöd gesagt, müssen wir wahrscheinlich dann dieses Entwickler-Tool anmachen. Diesen Gott-Modus rein. Genau, und dann einmal hochfliegen, ja. Das könnte man versuchen, dann halt. Oh, Alter! Fuck! Hast du das auch gehört gerade? Ja. Alter, aber ich hab's voll gerissen. Krass, dass ich jetzt Glück hatte, dass ich nicht nach oben gezogen wurde. Eigentlich. Das geht nicht. Glaub doch. Nö. Nee. Man selber kann nicht, wenn auch umgezogen werden. Das probiere ich jetzt aus. Ah ja. Ist ja voll langweilig. Ich dachte, dass du mich dann runterholen kannst. Musst du oder sowas. Oder man sich selber freischießen muss oder sowas. Nein, ich mag das noch schaffen, bevor wir schlafen gehen. Komm. Gib Stoff. Gib Stein, meinst du? Ja. Ja. Ich glaube, bei uns despawnen unterschiedliche Steine. Kann das sein, weil du gerade bei mir voll beim Stein vorbeigelaufen bist? Wo ich mir dachte, komm. Oh, komm. Ist noch gleich. Ich will es schaffen. Licht. Wollte gerade sagen, Licht. Komm, Alter, als ob er das jetzt nicht. Hallo. Hat das dreimal versucht? Ich finde gerade nur noch die kleinen Steine. Ein Weg noch. Der Sofa. Acht Steine noch. Vier Steine noch, komm. Hab ich. Yeah. Nice. Also, komm rein, dann schauen wir, ob wir schlafen können. Und dann gucken wir es uns am nächsten Tag an. Ja. Es kam jetzt ein bisschen unerwartet, dass wir das so schnell hinbekommen. Wollen wir eigentlich wieder zu Bett hochgehen, oder? Ja, bin schon unterwegs. Okay. Ja, dass man das so in der Folge so viel schafft. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Eigentlich 17 Minuten jetzt gerade. Hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Unser wunderschönes Bild. Nice. Das ist ja. Das Bild eines Pelles. Ja. So, schaut dir mal den Hasenkopf an. Der ist doch mini, oder? Da, im Vergleich zum Rehkopf. Okay, ja, der ist wirklich sehr klein. Oder? Ja, der ist schon. Das ist das so. Dammgröße gibt's. Das ist ja ein Vogelkopf eigentlich. Vogel, der Vogel ist ja größer. Haben wir von der Eidechse ist auch ziemlich klein, finde ich. Ja, der Hasenkopf müsste ja viel größer sein wie die Eidechse, oder? Ja, blöd gesagt, der Hasenkopf müsste so ungefähr in der Größe sein vom Rehkopf ohne Hals. Vielleicht ein bisschen kleiner. Ja, ich wollte gerade sagen, schon kleiner, aber schon größer. Weil also das ist ja fast das Auge vom Reh. Aber beim Luch fällt mir auf, da ist sogar guckt noch so die Zunge raus und so. Naja, ein bisschen, naja. Ist dir, komm mal her, ist dir das eigentlich mal aufgefallen? Moment, ich muss essen und trinken. Weil ich hatte ja mal diese Folge, oder du auch, ne? Wo wir Probleme hatten mit dieser Treppe, wo wir mal hängen geblieben sind, ne? Ja. Bleibst du gerade hängen? Ja. Also ich? Sprinte mal nicht. Wenn du nicht sprintest, bleibt man, glaube ich, hängen. Das kann es sein, dass das Problem ist. Nee, ich habe ja alles Mögliche versucht. Wieso sollte ich da hoch, ohne zu sprinten? Ich komme auch ohne Sprinten hoch. Ja, nee. Also ich habe da keine Probleme mehr, jetzt hochzukommen. Guck. Aber das war ja bei uns. Ich bin ja gar nicht mehr hochgekommen. Ich bin ja immer hängen geblieben. Ja, ich bleib aber noch ab und zu hängen, irgendwie. Nee, wenn ich so leicht zeitlich gehe, dann geht's. Nee, ich glaube, wenn wir beide hochgehen, dann blocken wir uns gegenseitig gleichzeitig. Aber das war ja immer, also. Nee, guck. Also ich bleib da gar nicht hängen. Siehst du ja. Ich bleib hängen. So, schau, ja, ich geh da einfach hoch und bin oben. Also ich bleib da nicht mehr hängen. Und das war so, habe ich es gebaut und so habe ich es oft genug getestet und es ging bei mir. Da kann ich dann nichts dafür, dass, ja. Was dann plötzlich so ist oder bei dir so aktuell noch ist. So, jetzt schauen wir uns mal den schönen Weg an. Ah ja, stimmt, die Steine da müssen wir auch noch machen, ne? Und die Stöcke. Weg.
weg. Weg, weg, weg. Ah, Steine müssen wir sogar noch sammeln. Wie viel denn? Immer noch 137. Achso, nee, Moment. Wir haben ja auch noch die Verstärkung in der, oder? In der Wand. Oder sind die 137 jetzt nur von den? Nee, nur Effigies glaube ich jetzt nicht. Weil da fehlen fast keine Steine mehr eigentlich. Ja, doch, eigentlich überall. Ich tue die ganze Zeit überall Steine rein. Und es sind immer 6, aber trotzdem könnte es nicht so viel sein. Da hinten noch, da hinten noch. Weil die vorderen haben keine Probleme mehr. Da haben wir die Steine. Da kommen noch ein paar Steine rein. So. Hey, da wieso kommen noch du sechs, hier? Da müssen noch 6 Steine sein. 1, 2, 3. Yay. 4. 5, mehr kann ich eh nicht nehmen. Da ist die Schneekirche. Kreuz. Hier rein. 6. Guten Morgen, Gemeinde. Bitte in das Pult und sagt Hallo. Lasst uns Eingeborene töten. Amen. So. Mach mal der Priester steht damit von der verdammten Mutantenrüstung vor der Geil. Ja, was an was anders glaube ich hier nicht. Obwohl, hier fehlen doch noch. Ja, gut, ja, hier sind auch nochmal. Also, ich habe gerade echt. 18 ja, Steine oder so. Steine. Immer so 6 Steine, die genau fehlen. Das Doofe ist, ich kann einfach immer nur 5 tragen. Das nervt ein bisschen gerade. Oh, da ist ein Lurch, du Pisser. In der Hasenfalle drin. Headshot! Schauen wir mal, ob du das rauskriegst. Ja, ich hab's gekillt mit einem Pfeil und Bogen, aber es. Oder? Ah ja, funktioniert. Passt. So. Aber gut, ich würde jetzt mal sagen, dass wir vielleicht sogar versuchen, mal das Dach jetzt fertig zu machen. Weil was anderes haben wir jetzt eh gerade aktuell nicht zu tun, ne? Ja, wie gesagt, ich wollte jetzt die Steine da schnell über bei den Dingern reinhauen. Aber prinzipiell. Also prinzipiell. Wir brauchen 118 Köpfe noch. Oh. Puh. Also auch wenn wir jetzt oft angegriffen werden. Lustigerweise jetzt gerade aktuell gar nicht. Aber es scheint ja, mir trotzdem noch ziemlich viel. Ja, 118 ist. Ja, wobei eigentlich. Ne, aber 118 ist schon heftig. Also ja, aber wenn mal so eine Welle kommt, das sind dann schon teilweise 10 bis. Wenn so eine Welle ja, kommt, das sind schon trotzdem, viele. Du musst bedenken, so eine große Welle kommt vielleicht einmal pro Folge. Ja. Maximum 2, also es zieht sich ja trotzdem noch und aktuell irgendwie auch in eine Flaute irgendwie. Ja, du hast schon recht. Schau mal. Ich weiß, was du meinst. Da haben die Steine, da haben die Steine. Da haben die Steine, da haben die Steine. Da brauchen wir noch Stöcke, habe ich keine mehr. Stöcke hole ich schnell. Braucht man denn noch so viele Stöcke? 106. Alles noch für die Effigies? Ja, ich. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, muss ich sagen, dass mit den Köpfen und das mit den Effigies, das macht sich ein bisschen von selber. Weil es gibt dann ja, doch ja. Momente, wo wir durchgehend nur kämpfen und angegriffen werden. Es ist eh gerade ein Wunder, dass wir eigentlich nicht angegriffen werden, muss ich so sagen. Ja. Es ist einfach so. Nochmal ganz zurück. Das haben wir ja. Aber Beine machen überhaupt keine Probleme, da brauchen wir nur 26. Ja. Arme gehen auch. Brauche ich nochmal 6 Steine. Ach. Irgendwie komme ich hier. Was noch ein Stein? So, gehen wir weiter. Da haben wir Steine. Da sind wir schon. Da brauchen wir ein paar Stöcke, die haben wir schon. Dann hole ich mir neue Stöcke. Ja, der Dachbau geht langsam voran. Langsam, aber stetig. Dann gehe ich jetzt nochmal kurz zurück. Ich will einfach nur die Stöcke und die Steine da eigentlich von unten links von den Dingern weg haben, also so gut wie es geht halt. Da brauchen wir noch 2 Steine. Ja, wird schon ein bisschen down. Weil dann ist das auch schon wieder weg. Ja, eventuell habe ich auch mit den Effigies ein bisschen übertrieben. Nee, finde ich nicht. Hast du richtig gut gemacht. Gut. Ich
glaube aber. Ja, früher hätte man eigentlich auch nicht anfangen können, weil wir haben ganz halt die ganzen Knochen gebraucht. Also. Ja, ja, nee, keine Chance. Yeah. Hast du richtig gemacht. Haben wir hier? Da brauchen wir noch ein paar Steine. Ja, wir haben schon noch viele Steine gebraucht, so ist nicht, ne? So. Also ich glaube, viele Steine nicht. Müssen noch in diese Mauer da rein. Ja, das auch. Ich glaube, hier haben wir. Brauchen wir nur noch Köpfe? Arme Köpfe. Den können wir anzünden. Wo ist denn der Schädel jetzt? Irgendwas. Irgendwo fehlt noch ein Schädel. Ich glaube in der Kirche eine Lampe. Lampe, ja. Anzünden, anzünden. Anzünden, anzünden. Was perfekt. Ja, hier, ich habe es gesehen. Ich habe leider keinen Schädel gerade im Inventar. Ich hätte einen. Alles in der Kirche? Passt. In der Kirche, ja. Also wenn du da mal dazu kommst. Und Steine und Stöcke haben wir alle bei den Effigies alle voll. Also Steine 78. Hm? Und Stöcke 140? What? Ja, das ist alles die Mauerverstärkung. So. Ah, der Weg ist schon geil. Ja, gefällt mir. Oh nee. Fühlt sich auch irgendwie viel schneller an, irgendwie von A nach B zu kommen. Digga, ich verhungere, das sehe ich gerade eben erst. Ich hab vergessen zu essen nach dem Schlafen. Amateur. So, einer ist dort, Headshot, und die anderen laufen weg. Brav. Von rechts essen, ne, hier. Ah, Gott, ich verdurste! Nein, ich will ihr Leben! Ich kann das nicht saufen! Sauf das jetzt! Oh, Alter! Digga, ich hab 3/4 Leben verloren gerade. Oh, okay, da sind wieder einige. Ich hab gerade 3/4 Leben wieder verloren. Ach, scheiße. Okay, das ist echt viel. Ja, wenn du einmal so einen Schaden durch Trinkverlust machst, Alter, zweimal und du bist tot. Oh, no, weg mit dir. Ich muss jetzt gucken wegen live. Alter, bin ich paranoid oder höre ich ganze Zeit doch irgendwie Mutantengeräusch? Oh, Energiemischung, scheiße. Wieder Headshot, aber ich bräuchte langsam Hilfe. Oh, fuck. Keine Aule wäre mehr. Ja, ich bin gleich da. Ich muss mir halt einen Medic nehmen, es hilft einfach nichts. Aber das Gute ist, die sind alle hier. Das kann man sich alle. Oh, fuck. Ich glaub, mich erwischt. Wo war nochmal Medic? Ich weiß es nicht. Fuck. Okay, es wird jetzt langsam heftig, ein bisschen. Muss hier nochmal. Lol, deine frisst seinen eigenen Bruder. Halte durch, ich muss mir nur Medic holen. Help. So. Help me. Ah, die kicken sich gegenseitig, sehr gut. So, ich komme. Bin schon unterwegs zu dir. Headshot, jawohl. Da ist noch ein Lurch, den nehme ich noch mit. So, den kill ich auch noch. Ich hänge den gleich auf, ich bin gleich da. Ja, das sind eh gleich alle tot. Ich hab's gut hinbekommen, alleine. Du wärst mir eh nur im Weg gestanden. Der läuft echt bei mir vorbei, nur um seinem Typen da zu knabbern. Alter, so ganz knapp in meinem Kopf vorbei, es gibt so etwas. Hallo. Ich bin da. Ich helfe dir. Wo bist du? Ach, endlich. Wo bist du? Ich helfe dir. Du kannst helfen, jetzt ganzen Leichen da zu zerstören. Ich versuche die mal alle zusammenzutragen, irgendwie. Alles so hier raus. Ja, ich weiß nicht, sollen wir die erst von der Kirche aus alle fertig machen, nacheinander mit System oder einfach durcheinander? Oh, nee, komm, die liegen alle hier jetzt. Ich bin jetzt zu voll, das alles rumzutragen. Okay. Aber guck, Haufen ist der Leichen. Also, ja. Das stimmt, ja. Ich glaub doch, dass es schneller gehen könnte wie... Beine? Brauchen wir überhaupt noch Beine? Ich hab keine Ahnung. Bisschen, ganz wenig. 24 Beine noch. Oh, da das ist schon. Ein Kopf hin, das kriegt man hin. Machen wir eins auch wieder fertig. Ach, keine Ahnung. Jetzt mach schon. Köpf ihn. Danke dir. Ach, perfekt, wieder eins fertig. Wir brauchen nur 7 Arme. Was haben wir da? Ein Kopf. Ah, da kommt auch. Da, Beine. Lol. Haben noch Beine. So. Haben wir alle? Ja, anscheinend. Obwohl, da ist noch ein Arm. So.
Dann haben wir irgendwo noch einen Arm. Ja, da ja nicht. Haben wir 7, das habe ich voll. Da habe ich mal, da haben wir 3 Arme, da haben wir auch nochmal ein paar Arme. Scheiße, überall voll so willkürlich. Dann habe ich den irgendwie liegen gelassen. Wie war das denn? War hier noch irgendjemand? Habe ich den hier irgendwie liegen gelassen? Ne, hier sind die. Gut, dann... Dach, oder? Ja, und Zeit. Also ich bringe ganz kurz die Baumstämme noch ins Lager. Ah ja. Hä? Hm? Wenn ich mir das hier von außen anschaue, von der Seite, stimmt da irgendwas nicht mit dem Dach. Oh nein. Was denn? Ja, guck mal her, da ist das eine, das vordere. Schmal? Boah! Oh, fuck! Alter, was ist denn? Ja, ich bin in so eine Kackfalle gelaufen, wieder. Aber kann ich das Dach jetzt trotzdem fertig bauen? Ja, das ist jetzt wurscht, da. Das ist jetzt nicht so tragisch. Von innen sieht es ja ganz geil aus. Und es ist jetzt nicht das, wo ich sage, nee, das kann so nicht sein. Das ist gut. Weil solange man es von innen halt nicht sieht... Von innen ist ja wichtig, dass es dicht ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist es. Einigermaßen. Nur noch wenige Baumstämme und dann ist es soweit. Ja, ich mache hier lieber mal zu. Komm ich da hoch? Nee. Ja doch, das siehst du sogar von innen den Fehler. Aber es ist nicht so schlimm. Schau, dort. Das da, siehst du das? Ach so. Das ein Ding, was nicht... Das eine Ding geht nicht bis ganz nach hinten. Und das siehst du halt von außen natürlich, dass hier ein Balken vorher runtergeht. Aber... Gut. Ob es jetzt das ist, was, wo ich mich drauf aufhängen will, glaube ich nicht. Ich glaube, bei dem Spiel darfst du nicht so... Also, ich bin schon penibel, aber... Bei dem Bausystem darf man nicht penibel sein. Also, irgendwo... Ja, ich bin da schon penibel bei dem Bausystem auch, aber man darf nicht voll übertreiben, weil... Ja. Speicherst du gerade? Ja, das meine ich. Ja, ich speichere gerade. Okay. Weil ja jetzt die Folge vorbei ist. Ah ja, stimmt. Ich wollte gerade weitermachen. Gut, dann, ich setze mich mal zu dir. Yo, geile Rüstung, Bruder. Ja. Dann bedanke ich mich aber trotzdem bei allen, die... Passt gerade voll gut mit dem Bruder, weil du einfach schwarz bist. Nein, sorry, warte schon mal einfach weiter. Entschuldigung. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich enthalte mich von rassistischen Sachen. Ne? Das war nicht rassistisch gemeint. Und dann sieht man sich hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Also ciao, dann. Tschüss.